Rote Rosenschock, deswegen sitzt Annette in U-Haft. Bei Rote Rosen wird es dramatisch, ist Annette wirklich gewalttätig geworden? Die Beziehung von Annette, Sarah Masuch, und Malte, Markus Blum, war von Beginn an turbulent. Der zwielichtige Ruf, den Malte hat, hinderte Annette aber nicht daran, sich Hals über Kopf in den Gangster zu verlieben. Blind vertraute sie ihm und setzte damit die Beziehung zu ihrer besten Freundin Sandra, Theresa Hüppchen, aufs Spiel. Zwischenzeitlich wirkte es, als würde Malte wenigstens etwas zur Ruhe kommen und mit Annette ein ruhigeres Leben anstreben. Doch darauf dürfen die Rote Rosen-Fans sich keine Hoffnungen machen. Denn Maltes Geschichte nimmt eine tragische Wendung, er wird niedergestochen und kämpft nach einer Not-OP im Koma um sein Leben. Die Hauptverdächtige Annette gerät währenddessen in U-Haft in Erklärungsnot. Annettes Spedition ist in der Krise und sie braucht dringend Geld. Der Plan war, der Bank ihre Lagerhalle in Goslar als Sicherheit zu bieten. Doch dann die Katastrophe, diese brennt plötzlich ab. Annette steht nicht nur vor dem finanziellen Ruin, sie muss auch Mitarbeiter entlassen. Das alles führt zu einem Nervenzusammenbruch. Malte sieht, wie Annette leidet und überredet sie zu Versicherungsbetrug. Der Plan ist, einen LKW-Überfall zu fingieren. Annette stimmt widerwillig zu. Malte wählt für den hinterlistigen Plan Benz, Rakim Michael Meziani, Tour. Dieser wird brutal überfallen und landet im Krankenhaus. Annette wird von ihrem schlechten Gewissen zerfressen und realisiert, wie kriminell sie geworden ist. Auch Ralf, Hardy Krüger Junior, wird skeptisch. Doch noch bevor Malte oder Annette die Chance haben selbst zu gestehen, kommt es zum Unglück. Annette realisiert, dass Malte auch sie die ganze Zeit belogen hat, und es kommt zum lautstarken Streit. Sandra erfährt von der Eskalation und geht in die Spedition. Dort findet sie Annette mit einem blutigen Brieföffner, den sie gerade aus Maltes Brust zieht. Während Malte sich einer Not-OP unterziehen muss, wird Annette befragt und ist mittlerweile Hauptverdächtige. Sie plädiert auf Unschuld und hofft, dass Malte sie nach der OP entlastet. Doch dieser muss ins Koma versetzt werden und kann nicht aussagen. Auch Sandra versucht ihre Freundin zu unterstützen und den wahren Täter zu finden. Wie soll das aber gelingen, wenn der Zeuge nicht aussagen kann? Und wer hat Malte wirklich erstochen?